Heute hat sich vorbereitet Gott, der da ruht auf geistigen Thronen, einen Thron auf Erden. Er, der befestigt hat in Weisheit die Himmel, hat in seiner Menschenfreundlichkeit gebildet einen beseelten Himmel. Denn er hat uns aus unfruchtbarer Wurzel ersprießen lassen, seine Mutter, als eine Pflanze, die trägt das Leben. So, liebe Schwestern und Brüder, preist am heutigen Tag ein altes Gebet, das, was wir feiern, die Geburt Mariens. Einen beseelten Himmel, einen besonderen Thron hat Gott sich ausersehen. Nicht irgendetwas Abstraktes, sondern konkret, ein Mensch, eine junge Frau. Und alle, die es feiern, hören, wie es der Evangelist uns eben gesagt hat, das Wort des Propheten Jesaja mit. Diese Verheißung an den König, von der wir nicht wissen, wie sie erfüllt ist. Es geht nicht einfach um die Geburt irgendeines Kindes als Hoffnungszeichen, sondern von Anfang an erinnert die Kirche sofort dieses Wort, das da bei Jesaja steht. Die Jungfrau wird empfangen. Hier ist dieser Zeitpunkt erreicht. Deshalb preisen wir Maria als Morgenröte des Heiles, als Thron Gottes auf Erden, als eine Pforte des Himmels, ja, als den Himmel selber. Wenn wir ein solches Gebet hören, wenn wir solche Lieder singen, merken wir vielleicht, wie meilenweit in der Kirche wir davon entfernt sind. Vielleicht ist uns gar nicht zum Jubeln zumute. Vielleicht ist uns Hundeelend zumute. Nicht nur, weil wir die diversen Überschriften lesen, weil all dieser ganze Schmutz, der ganze Dreck innerhalb der Kirche, die ganze unbeschreibliche Verkommenheit auch kirchlicher Würdenträger uns jeden Tag neu erreicht. Und wir sollten nicht denken, dass da schon das Ende erreicht ist. Wir werden es immer neu hören. Was also tun? Sollen wir einfach sagen, okay, wir feiern eine schöne Liturgie und der Rest ist halt eben Dreck? Es gehört beides zusammen. Und wir müssen versuchen, gerade wenn wir ein solches Fest feiern, beides zusammenzusehen. Denn es gibt ja durchaus eine Entwicklung in der Kirche, die immer weniger davon spricht, von der Reinheit. Und sich ausrichtet an der Allerreinsten. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten gründlich verdrängt. Wir wollen ja zeitgenössisch sein. Wir wollen ja nicht, wie wir das immer wieder hören und wie uns eingetrichtert wird, unermüdlich. Wir wollen uns ja nicht mit antiquierten Begriffen abgeben. Liebe Schwestern und Brüder, hier geht es nicht um Begrifflichkeiten. Hier geht es um das pure, blanke Leben. Um das Verständnis unseres Lebens. Und wenn die Kirche sich in den Jahrhunderten zuvor, von Anfang an, wie es diese alten Gebete hier widerspiegeln, an der Reinheit Mariens ausgerichtet hat, da war das nicht einfach eine Begrifflichkeit, sondern eine Lebensweise. Und wir denken und wir dachten, wir könnten das ad acta legen, modern wie wir sind. Wir müssen ja mit der Zeit gehen. Sieht eigentlich niemand in unserer Gesellschaft, wohin das führt? Den ganzen Irrsinn, der uns umgibt, sobald man sich mit jüngeren Menschen unterhält, in dem Irrsinn, in dem sie leben, von dem sie bestimmt sind? Sieht das niemand? Will es niemand wahrhaben? Und warum ahmen wir das in der Kirche nach? Die Früchte ernten wir jetzt nicht mit den Überschriften, sondern mit dem, was hinter den Überschriften steht. Mit einer vollkommen verfehlten und ganz und gar ungeistlichen Lebensweise, über die zu richten nicht unsere Aufgabe ist. Aber wir machen doch die Beobachtung. Wenn der Kardinal von New York gestern sagt und die Leute fragt in einem Artikel, regen Sie sich eigentlich auf? Ja, ich mich auch. Meine alte Mutter, schreibt er mit über 90 Jahren im Altenheim, schämt sich, zum Mittagessen zu gehen mit anderen Leuten, weil sie katholisch ist. So ergeht es ja vielen. Aber es gibt nur einen einzigen Weg, nämlich unser geistliches Leben wieder zu entdecken, unsere Freude an der Reinheit wieder zu entdecken. Und wenn wir selber oft genug Unreinheit in uns wahrnehmen und ihr ausgeliefert sind, dann gilt es eben nicht, sich der zu ergeben, sondern
sich diesem Brunnenquell aller Lieblichkeit, wie wir am Beginn gesungen haben, dieser Quelle der Reinheit neu zu öffnen und an ihr unser Maß zu nehmen. Und ich höre schon die Stimme, die dann sagen, ja, aber das ist ja wieder so ein Ideal, unerreichbar, das ist ja höchstens eine Ausrichtung. Nein, wir sollten uns das nicht weismachen lassen. Wir sind dazu berufen, ein reines Leben zu führen, wie es dieser alte Marienhymnus sagt. Gib ein reines Leben. Das ist nicht nur der Ruf jedes Einzelnen von uns, sondern der Ruf der ganzen Kirche, wenn sie so betet. Gib ein reines Leben. Vielleicht machen wir uns heute am Geburtsfest der allerreinsten Jungfrau diese Bitte erneut zu eigen, damit wir aufatmen können, damit wir die Freude dieser Gebete, die Freude dieses Tages wirklich bei uns Einzug halten kann, trotz aller Bedrängnis, trotz allem, was uns schwerfällt, trotz allem, was uns auf der Seele liegt und was uns vielleicht aufregt und ärgert. Dieser Blick auf die Morgenröte des Heiles, auf diese Quelle der Lieblichkeit und der Reinheit, wird uns zu Atem kommen lassen, wird uns in der Kirche helfen zu leben und als einzelne Getaufte, Gläubige, als Christen zu leben und zu wirken.